Den Rotagent. War ich eigentlich schon beim oberen Stockwerk? Dünnrot, Dünnrot. Hier sind Waffenkammern, okay. Normalerweise haben vielleicht die Dünnrot-Agenten hier Aufzeichnungen über den Trutzbucht, den Schmelztiegelritter. Du bist nur ein normaler Agent. Wenn Lady Web, ach so, dich sehen will, wird sie nach dir rufen. Nee, das bringt mir alles nichts. Benötigst einen passenden Schlüssel. Korum vergeudet seine Zeit mit dieser vermissten Suche. Okay, wir können uns wenigstens die Tische ansehen. Es liegt jedenfalls ein Haufen Geld hier in der Dünnrotstraße rum. Aber Geld will ich nicht. Ich will irgendeinen Beweis haben. Nein, aber Arbalest will ich auch nicht. Ach so, jetzt bin ich ganz raus. Ich wollte mich unten eigentlich noch mal umgucken. Wieder rein. So, da geht's hoch. Da ist ein hübscher Springbrunnen. Da liegt auch nichts Wertvolles. Mir scheint, du könntest Hilfe gebrauchen. Wie kriege ich Lady Webs Vertrauen, bitte? Hier ist nur ein Sack Mehl. Das sind Notizen im Geheimcode. Da ist nur Geld drin. Da ist nur eine gute Lederrüstung drin. Okay. Also kann uns die Dünnrot oder Dünnrot, warum sage ich immer Dünnrot, Dünnrot, die Dünnrotstraße nicht helfen bei dem Problem. Also müssen wir wohl oder übel den Ritter irgendwie selbst konfrontieren oder versuchen, die Rüstung zu stehlen. Das sind unsere einzigen beiden Möglichkeiten. Oder wir reden mit dem Kommandanten darüber, dass der Typ aus der Abenteurerhalle den einen Ritter beschuldigt. Das könnte gut für uns ausgehen oder aber auch schlecht. Also wieder rein nach Burg Trutz, in die Schmelztiegelburg, die übrigens doch ziemlich imposant aussieht.
So, wie sieht es hier drin aus? Oh, doch schon ziemlich groß, aber es hat nur ein Stockwerk, wie ich sehe. Ein Justitia. Na gut, wir sind in der Burg drin, da wird es vor Justizien so wimmeln. Wir müssen uns um den Erbhügel kümmern. Hey, die hat doch gerade was gesagt, was uns interessieren könnte. Hey, du. Der Blick der Justizierin randet kurz auf dir, ehe sie sich den Novizen zurückkehrt, die sie ja auf dem Trainingsgelände versammelt haben. Wenn es hier um Patrouillen geht, meine Novizen sind bereits bis an ihre Grenzen ausgelastet. Ich habe angesichts des Flüchtlingsstroms und des Chaos im Erbhügel einfach keine Einheiten mehr, die ich erübrigen kann. Nach der Pause schaut sie wieder zu dir. Entschuldigung, brauchst du noch etwas? Was machst du hier? Ich bin für die Novizen der Burg verantwortlich. Ich leite ihre Ausbildung und Patrouillen. Sie liegt zur Gruppe, die im Ausbildungsraum versammelt ist. Es sind gute Soldaten und sie haben neuen Herausforderungen angepasst. Wenn sonst weiter nichts ist, muss ich mich meinen Aufgaben widmen. Ist etwas im Erbhügel nicht in Ordnung? Sie senkt ihre Stimme. Die Frage sollte eher lauten, ob überhaupt etwas in Ordnung ist. Ein ganzer Bezirk wandelnder, fleischfressender Leichen. Wir haben das Gebiet vor 2 Monaten abgeriegelt und kurz nachdem ist dort einen meiner besten Kommandanten verloren. Wir haben den Gebiet abgeriegelt, kurz nachdem ich dort einen meiner besten Kommandanten verloren hatte. Und trotzdem ist jetzt schon die 2. Wacheinheit verschwunden. In der Burg kursieren bereits Gerüchte über den Ort, ohne dass meine Soldaten über dieses Verschwinden tuscheln müssten. Sie schüttelt den Kopf. Ich hatte den Bezirk schon aufgegeben. Doch wenn diese Monster einen Weg nach draußen finden. Erzähl mir vom Erbhügel. War einmal ein angesehener Bezirk in Tutzbucht. Doch vor einigen Monaten sind alle Einwohner verrückt geworden, haben angefangen, sich gegenseitig aufzufressen und alles andere, was das Pech hatte, sich in dem Bezirk aufzuhalten. So etwas habe ich noch nie gesehen. Jeder Novize, der dort Wache hält, jedenfalls jeder, der zurückkommt, spricht von Grabesgestank und dem Stöhnen unsterblicher Grauen. Sie hebt einen platten gepanzerten Finger. Das Warum und das Wie sind Fragen für die Beseeler. Ich habe den Bezirk in der Hoffnung abgeriegelt, dass was auch immer dort passiert ist, nicht herauskommt. Es scheint zu funktionieren, vorerst zumindest. Du hast vorhin gesagt, dass etwas im Erbhügel nicht in Ordnung sei. Ich könnte mich darum kümmern. Sie macht einen Schritt zurück und betrachtet dich. Willst du nach allem, was ich dir gerade erzählt habe, noch immer nach Erbhügel gehen? Ich habe dort ausgebildete Soldaten verloren. Warum sollte ich jemanden reinlassen? Deine ausgebildeten Ritter sind nichts gegen mich. Was ist so schlimm daran, es mich probieren zu lassen? Es sieht einfach so aus, als könntest du Hilfe gebrauchen. Du hast nichts zu verlieren. Wenn du so erpicht darauf bist, in deinen Tod zu halten, werde ich dich nicht auffallen. Sie betrachtet ruhig die Nomizen. Wenn du irgendwie in der Lage bist, ihm ein Ende zu setzen... Du hast meine Erlaubnis, Erbhügel zu betreten. Ich werde die Wachen am Tor benachrichtigen. Ah, gut. Wir haben also schon mal Zugang zum Erbhügel. Ist schon mal ein guter Schritt. Und nach dem Rechten zu sehen. Ein Opferaltar. Das ist das Symbol von Abaddon. Ein kolossaler Spiegelhammer über einem kreisrunden Zahnrad. Es ist glatt und glänzt von vorschmierendem Öl. Das wäre irgendwie der richtige Gott für mich dann. So, wo können, haben wir uns noch nicht umgeguckt? Hier oben und hier in den Räumen. Du siehst aus wie ein Speisesaal. Justitia, ja. Also ich muss schon sagen, Trutzbucht sieht echt cool aus. Und natürlich ist das eine Stadt mit Problemen. Wäre auch langweilig, wenn alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. A simple test. I'll get it open. Jo, in die Truhen reinzugucken bringt uns schon mal keine Schwierigkeiten. Nur wenn wir etwas draus stehlen. Der Wannenboden ist von einer dicken Schmutzschicht überzogen. Das auf der Wannenseite hängende Handtuch riecht fürchterlich.
Okay, die Truhen haben wir schon mal reingeguckt. Dunstan? Der Name kommt mir irgendwie bekannt vor gerade. Und hier ist auch nichts Wichtiges drin. Dunstan. If this is about the breastplates, I already told Cleaver they won't be repaired till next week. Der Zwerg hastet zwischen den drückenden heißen Schmiedefeuer und einer Werkbank hin und her. Er wischt sich mit einem muskelbepackten Arm über die Stirn. Wenn es um die Brustplatten geht, dann habe ich Cleaver bereits gesagt, dass sie nicht vor nächster Woche repariert sein werden. Was tust du hier? I'm a master smith for the Crucible Knights. But the way I see it, I'm also keeping up with our old traditions. The first members of our order were smiths. Nowadays, most everyone's a professional soldier. I suppose it's to be expected, but I think it's important we keep up with our roots too. Ich bin ein Schmiedemeister. Ich bin ein Meisterschmied für die Schmelztiegelritter. Doch wie ich das so sehe, halte ich es auch mit unserem alten Traditionen. Die ersten Mitglieder unseres Ordens waren Schmiede. Heutzutage ist fast jeder Berufssoldat. Er wiegt einen Hammer in der Hand. Ich nehme an, das war zu erwarten. Ich denke aber, dass es wichtig ist, auch unsere Wurzeln nicht zu vergessen. Hast du noch was auf dem Herzen? Erzähl mir von den Rittern. Wir waren alle Smiths back in Hodrit's Day. Though I'm about the only one here who still gets his hands dirty. We're a fearsome fighting force. Though these days I think Cleaver takes more pride in our parade formations. Ja, das passiert nochmal, wenn die gute Armee zum Vorführschild wird. Zur Zeit von Hadrit waren wir alle Schmiede. Obwohl ich der Einzige hier bin, der sich immer noch die Hände schmutzig macht. Wir sind eine furchteinflößende Streitmacht, obwohl Cleaver heutzutage wohl stolz auf unsere Paradeformation ist. Er hält sich für einen progressiven Mann. Er ist jedoch von Seelenverzweigungen und Verbindungen zu alten Helden im Dürrwald besessen. Er schnappt sich wieder seinen Hammer. Im Gegensatz zu der Dunrödstraße, die wirklich darüber Bescheid weiß. Auf Wiedersehen. Okay. Hier drin ist auch nichts wirklich Wichtiges. Da wären Reisevorräte. Penhelm. Hallo. Die Rüstung des jungen Wiesen ist erst kürzlich poliert worden und seine Haare sind sauber und ordentlich gekämmt. Es ist kaum zu glauben, dass er jemals ein Schlachtfett gesehen hat oder dass die versehrte uralte Brustplatte, die er trägt, tatsächlich seine ist. Suchst du jetzt was Bestimmtes? Erzähl mir von den Schmelztiegelrittern. Wir sind die ersten Verteidiger von Trutzbruch. Die Gründer des Ordens waren die ersten, die sich für die Unabhängigkeit Dürrwalds zusammengeschlossen haben. Er winkt mit der Hand. Natürlich, und das ist jetzt alles Geschichte. Jetzt sind wir die angesehenste Soldatengemeinschaft im Dürrwald. Es ist eine glorreiche Arbeit. Er rümpft die Nase. Vorausgesetzt, man vergisst die Kaserne. Gibt es sonst noch was? Wie wird man zum Ritter? Wir nehmen nicht einfach jeden auf. Unsere Mitglieder teilen das Seelenerbe mit eben den Männern und Frauen, die dieses Land vor anderthalb Jahrhunderten verteidigten. Er verlagert sein Gewicht und hustet. Wie auch immer, Kommandant Cleaver ist für die Aufnahme verantwortlich, doch er nimmt Fremde nur selten auf. Ich rede jetzt mal nicht über Osric mit ihm. Können wir hier durchs Lager wieder raus? Ja, können wir. Hier sieht's nämlich aus, als ob hier der Trutzbucht das Handelsding ist. Hä? A simple test. Hier wäre ein Brustharnisch und ein Turban. Haftverordnung. Diese Verordnung verfügt die Verhaftung von Aeron, dessen kürzlichen Taten zum Tod eines Schmelztiegelritters geführt haben. Sie bittet darum, sämtliche Informationen in Justitia Altmar zu übermitteln. Unterschrieben ist die Verordnung von Kommandant Cleaver. Okay, das konnten wir wenigstens lesen. Dies sind die Aufzeichnungen aktiver Patrouillen und gemeldeter Verbrechen in Ornras Geschenk. Die letzten stellen die ersten numerisch weit in den Schatten. Penhelms eidesstattliche Versicherung.
Koron, ein von der Dürferstraße ordnungsgemäß ernanntes Medium, versichert hiermit, dass der Noviziat ein Panel, eine Sinne ohne jegliche subversive Einflüsse oder gar eine befleckte Sets hat. Die Schriftrolle ist mit dem Siegel von der Dürferstraße abgestempelt und von Penham Koron unterschrieben. Tagebuch aktualisiert. Jetzt kommen wir schon weiter. Ich habe eine staatliche Versicherung gefunden, die Herkunft von Präsidien bestätigt. Sie wurde von Koron unterzeichnet, einem Medium der Dünnrutschstraße. Okay. Ich denke mal, jetzt haben wir endlich einen Plan. Wir haben nämlich jetzt das Original. Beziehungsweise die vermeintliche Fälschung. Kommandant Cliver, was hast du für Probleme? Refugees from every corner of the Deerwood. The dozens getting them all riled up about animancy. At this rate, we'll need twice the soldiers to patrol Defiance Bay. Yes? Can I help you with something?